Gehen wir gleich mal zurück. Moin. Gott, da liegt Leslie. Kann ein einzelner Mann wirklich eine ganze Stadt zerstören? Vielen Dank für alles. Lasst euch in God of War nicht unterkriegen. Celan, ich zähle auf dich. Und du, Maxim, ich hoffe, du passt auf, dass meine Kriegerin nicht zustößt. Ah, und schon wieder kann ich nicht sauer sein. Ist alles so holsam und süß. Ah, kein Wunder, dass mein Spiel ist. Ich bin so schrecklich. Ich bin so ein Hippie. Ich habe volles Vertrauen in Celans Fähigkeiten. Ich nicht. So. Ihr wollt nach Gordovan? Hab ich recht? Achso, Entschuldigung, anders vorgelesen. Ihr wollt nach Gordovan, hab ich recht? Wow. Ihr habt das Deko-Schwert, oder? Ihr wollt nach Gordovan, hab ich recht? Boah, ich hab voll das dritte Auge. Das weißt du, das ist diese... Das kennt ihr bestimmt auch. Das ist die Freundin, die denkt, weil sie irgendwie Horoskop gerade Aszendent Vollidiotin ist oder sowas, dass sie alles weiß oder sowas, weißt du? So, ah, oh, ich spüre... Ihr wollt weiterreisen, richtig? Oh, ich habe das einfach so im Gespür. Oh, ich bin ja mit dem Kosmos im Einklang. Dort soll ein grausamer Mann sein Unwesen treiben. Mach dir keine Sorgen, wir sind bestens vorbereitet. Sind wir? Ja, und du warst schon immer sehr stark, auch als du noch ein Kind warst. Da hast du immer uns gesagt, ich will mein Nachtisch. Okay, danke. Super. War ja eine super Szene. Auch als Kind warst du schon so stark. Dann haben wir mal gesagt, du kriegst nie einen Typen ab. Wenn ich nur etwas stärker wäre, hätte ich euch geholfen. Tut mir leid, ich kann wirklich nicht. Nachher läuft doch noch meine Lieblingssendung im Fernsehen. Du bist schon wieder im Weg, ne? Kenn ich irgendwo. Wurde Gordovan wirklich von Dämonen angegriffen? Von einem Mann. Siehst du, schon eine stille Post hier. Schon gibt es wieder Internet hier. Du nimmst an, weil du irgendwas gehört hast. Nehmt nicht an. Ihr geht nach Gordovan? Dann seid vorsichtig. Gerüchte besagen, dass dort Dämonen lauern. Ja, okay. Scheinbar gibt's schon mehr Gerüchte. Pass gut auf dich auf. Auf ich jetzt oder wer von uns? Du hast nämlich nicht Mehrzahl gesagt. Du gehst also wirklich nach Gordovan. Ich kann dir leider nicht helfen. What? Hallo, ich hab dich gelobt. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich stehe nämlich den ganzen Tag hier nur rum und komme nicht mehr aus meiner Rüstung raus. Außerdem stinkt es hier drin ziemlich. Mach lieber nicht auf. Und ich habe auch kein Geld mehr und nichts mehr, was ich euch geben kann. Weißt du, andere Spieler würden jetzt irgendwie sagen, ich kann euch nicht helfen, aber hier, vielleicht wird euch das behilflich sein. So, und dann gibt es irgendwie einen Krafttrank oder so. Weißt du, das finde ich süß. Das ist dann einfach so von wegen, ich bin kein Hauptcharakterheld, aber ich möchte trotzdem mal ein bisschen helfen. Ich finde das total sympathisch. Tritt ein. Kommst du mit oder... Was für ein Keller. Oh, 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 mon Dieu, Mademoiselle, was erwartet uns im Kellerbereich? Eine Truhe. Wenn es ein Drachenei ist, ist es ein bisschen seltsam. Engelsflügel? Was habt ihr denn mit hier gemacht? Wieso habt ihr einen Engelsflügel? What the fuck? Bestimmt für Celan, oder? Engelsflügel. Spezielle Flügel, die einst von einer Göttin getragen worden sein sollen. Geil, ich liebe Deutsch. Aber, what? Warum habt ihr die einer Göttin abgehackt oder was? Spezielle Flügel, die einst von einer Göttin getragen worden sein sollen. Und Ego-Kraft gibt allen Kämpfern 75% der maximalen KP wieder. Das können nur die Mädchen tragen. Ja, aber es macht Stärke hoch. Also nichts für Tier. Ja, okay, dann kriegst du das. Was macht der Marsanzug nochmal? Holt alle Kämpfer aus dem Schlaf. Ja, okay. Dann kann sie wenigstens angreifen, ne? Ein bisschen seltsam, muss ich zugeben. So gut ist das nicht. Aber das Heilen ist gut. Das Problem ist, sie hat am wenigsten HP. Warte. Nein, hier. Das ist ein bisschen zackisch. Aber besser als gar nichts, ne? Oh. Können die Engel... Warum können Männer nicht die Engelsflügel tragen? Weil es von einer Göttin war? Und... Männer haben auch die Hosen getragen und dann haben irgendwann Frauen auch angefangen, die Hosen zu tragen. Und jetzt ist es normal und es sieht gut aus. Also, warum können nicht auch Männer Engelsflügel tragen? Ist bestimmt sexy. Stellt euch mal Guy jetzt vor. Da kann er gleich anfangen zu singen wieder für den nächsten super Musikvideo. I love you. My muscles are so tight. Weißt du so? Aber wer weiß schon. Dankeschön für die Engelsflügel. Boah, euer Schatz war ja... Schatzkammer ist ja voll. Die brummt ja richtig. Wer ist bloß der Kerl, der Gordovan zerstört hat?
Vielleicht war es ja eine Frau, assumt man nicht seine Dämonengender. Gordovan ist an solch eine schöne Stadt, hoffentlich widerfährt ihr kein Unglück. Da hat jemand es nicht mitbekommen, das ist genau das Gegenteil von denen oben. Weißt du, der hat kein Twitter, der geht nicht online. Der kommt gerade wieder, der war gerade ein bisschen am Spazieren am Fluss, hat so ein bisschen ein paar Steine reingeworfen, hat sich hingesetzt, hat seine Stulle gegessen. Die Sonne schien auf ihn rauf und ist das schön hier, das Plätschern des Wassers. Und dann kommt er wieder und sagt, Gordovan ist eine schöne Stadt, hoffentlich widerfährt ihr kein Unglück. Und wir nur so, eine Hand auf seine Schulter, du, wir müssen mit dir reden. Ja, was ist denn? Der Tag ist so wunderschön. Nichts kann diesen Tag zerstören. Und wir haben das Dekoschwert gefunden. Und dann so, Gordovan ist zerstört. Surprised. Nicht Pikachu-Face, aber Surprise-Face. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, vielleicht hackt der Zerstörer Gordovans wieder etwas aus. Nein, der hat einfach mal gesagt, eine Stadt und das reicht. Kommandantin Salazar, pass gut auf dich auf. So viele Männer. Nee, warte mal, das ist aber auch ein bisschen... Das muss ja eine Entscheidung sein. Wenn Celan die Oberoffizierin ist, ne? Und jeder kennt sie. Was ist eigentlich mit dem Mädchen im Dorf, wo sie meinte, wenn du groß bist, kommst du wieder zurück auf die Burg? What? Was meint sie damit? Ich dachte, das wird nochmal wichtig, aber nein. Und Celan hat also die Ausbildung für alle. Emma sacken die alle. Also Celan, vielleicht sollst du ein bisschen Verantwortung übernehmen. Und zweitens, wieso hast du nur Männer eingestellt? Wisst ihr? Da haben wir so ein Mädel und das denkt sich so, warum Frauen, wenn ich auf Männer stehe? Ich werde nur Männer ausbilden und die werde ich so richtig hart dran nehmen, sodass sie den ganzen Tag schwitzen und dann werde ich sagen, so und jetzt alle gemeinsam abgeduscht und ich werde zugucken. Und so lernen dann nur so, Männer, los, morgen wird's wieder richtig ran. Und alle so, oh mein Gott, sie ist so hart. Oh, wir werden. Keine Ahnung. Es ist so heftig mit ihr. Aber dabei guckt sie nur. Da, gehst du weit weg? Ja, um die Stadt und die Menschen zu retten. Ich werde dich lange nicht mehr sehen, Nora. Wo weißt du das? Wir können in 2 Tagen wiederkommen. Das ist schon okay so. Ich hasse dich eh. Ich werde auch nicht weinen. Du bist ein braves Mädchen. Ja, gell? Gell? Achso, reden wir nochmal. Das finde ich aber schön, so welche Momente. Das gab es damals leider auch schon selten, ne? Klar, war es ja auch in einem der ersten Spiele so. Okay, was sagt ihr so, die Zwillinge? Jetzt könnt ihr euch eine neue suchen, bitte, ja? Du gehst schon wieder, Celan. Oh, er traut sich nicht mal. Ist doch offensichtlich, dass er auf sie scharf ist. Dabei denkt ihr das nur. Das ist ein PTSD, oder wie das heißt, Syndrom. Das ist einfach, ihr denkt nur, ihr seid total verknallt in sie, weil sie euer Leben gerettet hat. Mein Gott, ihr seht doch schnieker aus. Ihr findet doch bestimmt jemand anders. Dann nehmt ihr die Nora oder so. Ich werde euch nicht von eurem Vorhaben abhalten. Doch nehmt euch vor den Monstern in Acht. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Ja. Sind das deine Kinder oder? Verkaufst du mir jetzt dein Haus? Die will unbedingt raus hier, ne? Verstehe ich auch. Sie denkt sich so, ach, sind nur schreckliche Leute hier in dieser Stadt. Nee, okay. Dann speichern wir und dann gehen wir rüber nach Gordovan. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Welcher Garten? Hast du einen Garten? Nee, ich möchte was speichern. Dankeschön. Gut. Beleben und heilen. Warum heilen? Was heilt man hier? Vielleicht Paralyse oder so? Los geht's. Düdüdüdü. Ah. Oh, sehr schön. Die sind immer weggelaufen. I hate them. Nein, ich finde die so toll, weil sie... seht ihr? Das meine ich. Ist das nicht ein bisschen, warum Leute in Casino gehen auch? Wenn ihr das seht, dann freut ihr euch, weil ihr die Möglichkeit, die Chance auf so viele Punkte, das sind ja fast 10.000 Erfahrungspunkte, die da rumschwirren. Und dann seid ihr umso enttäuschter, wenn sie alle weglaufen. Oh, ein Glück. Einer nicht. Ich hatte mehrmals 4 und die sind alle weggelaufen. I hate them. Ja, stirb.
7-7, apropos Casino. Gut, nehmen wir uns noch gerne. Hallo, warum kann ich den scheiß Namen nicht aussprechen? Hieß du nicht unser Hund? Gordovan befindet sich noch immer in großer Gefahr. Stimmt, Gordo ist doch unser Hund gewesen. Kommt der aus Gordovan? Ja, hat er Glück gehabt, dass er ein Kapselmonster wurde und nicht in Gordovan blieb. La 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 la. Oh oh. Oh. Gordovan brennt sogar noch. Ui. Das ist makaber. Okay. Ich habe sie ja umgestellt, weil sie mehr... Weil Tier ist stärker geworden als Celan. Traurig. So, also ich meine jetzt HP, hier HP-mäßig. So. Hui. Ich weiß aber noch nicht, was die Gesichter sind. Ah, soll es eine Hand sein? Oder versteckt er sich hinter seiner Hand? Oder sind das deine Zähne? Ach komm, Fumi. Ich meine, Arvor. Warum denn jetzt auf den, der sowieso gestorben wäre? Oh, Arvor, zack. Ich mochte Arvor. Meine Erinnerung hat mich total so... Oh, ich freue mich auf Arvor. Aber jetzt irgendwie... Er nervt mich nur. Vielleicht kriegen wir bald mal ein neues Kapselmonster. Ah nee, es wird wieder so teuer. Naja, was soll's. Los geht's. Von dem ganzen Spaß haben und verarschen... Gehen wir zum Ernst des Lebens. Nämlich wahrscheinlich eine Metapher für den Osten oder so. Oh, die lebt ja noch. Pff. Dieser Unhold zerstörte die ganze Stadt. Tisk, tisk, tisk. Da muss er aber auf die Finger geklopft bekommen. Ich bin froh, dass ich lebe. Das sind zwei unterschiedliche Sätze, ne? Also einfach, die sind ganz weit auseinander. Und so, dieser Unhold zerstörte die ganze Stadt. Und dann der nächste, ich bin froh, dass ich lebe. Das kann man sowieso. Das sollten wir alle manchmal sagen. Weißt du? Morgens so, ihr geht, keine Ahnung, das ist immer schwer bei YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr Familie habt, ob ihr zu Hause lebt oder einen Partner oder sowas. Ihr geht auf jeden Fall zum Frühstückstisch und egal, ob da jemand ist oder nicht, ihr könnt sagen, ich bin froh, dass ich lebe. Und dann entweder... Eure Mutter sagt dann, oh, das ist schön. Oder euer Partner sagt, oh, das ist schön, was gleichzeitig eure Mutter ist. Oder euer Hund sagt, wuff, 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 wuff. Oder ein Fremder, der eingebrochen ist und jetzt gerade sein Toastbrot macht, sagt, oh, das finde ich schön. Weißt du so, das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht sagt auch keiner irgendwas. Und Jesus von oben sagt so, oh, das finde ich schön. Weißt du so, es ist einfach schön. Ich bin froh, dass ich lebe. Hat Hitler bestimmt auch gesagt. Okay, er hat sich in den Turm im Westen verzogen. Ich hoffe, er kommt nicht wieder zurück. Nicht, dass wir weglaufen. Nee, aber ganz ehrlich, Gordovan ist eigentlich am sichersten gerade, oder? Du hast diesen terroristischen Anschlag überlebt. Die werden wahrscheinlich ihn nochmal hier angreifen. Das ist so wie beim Versteckspielen. Du bist am sichersten dort, wo der Sucher schon gesucht hat. Ich müsste eigentlich nach Minias, aber ich habe Angst, dorthin zu gehen. Und deshalb friere ich lieber in diesem Haus, das plötzlich super viel kleiner geworden ist, als wenn du reingegangen wärst. Hallo Manfred. Schwerter, Schilde, alles ist weg. So kann ich den Laden doch dicht machen. Oh, mon Dieu, Mademoiselle. Gibt's irgendwas Verstecktes? Ohne eine richtige Armee können wir wohl nichts gegen den Typ ausrichten. Wer kann es bloß mit dem Zerstörer aufnehmen? Ich bin verzweifelt. Uiuiuiui, es kommt gleich eine... Oh, da kann ich dann drüber reden. Oh, geil. Ich weiß, es ist nicht gerade ein Luxusherberge. Die Übernachtung kostet 20. Nein. Das ist nicht meine Herberge. Du hast nicht mal Betten. Wie ist die Hälfte deines Hauses noch am Stehen tun, aber die Betten sind alle weg. Ah, Mist, sind alle Betten verbrannt. Dieser Zerstörer ist der Inbegriff des Bösen. Was? Na. Warte mal, wie ist er rumgelaufen und hat eure Inneneinrichtung einfach kaputt gemacht? Die Stadt ist ziemlich am Boden, doch wir leben. Er wollte offenbar nicht uns zerstören. Doch warum hat er es dann getan? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Als Kind denkt man an viele Sachen nicht doppelt, wie ich jetzt. Was auch schön ist. Manchmal, als Kind war es einfach so, ich spiele. Oh, ich habe die Hälfte des Geschichte schon wieder vergessen. Oh, ich bin so dumm, ich bin nur ein Kind. Oh. Weißt du, so ein bisschen. Das ist, weil ich Katholik war. Aber das verstehe ich jetzt gerade auch nicht wirklich. Ich weiß, warum er es getan hat, aber warum hat er nicht einfach alle umgebracht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, warte.
Was haben wir nur getan, dass er alles zerstörte? Oh, das, die Rechtschreibung, ey. Er nahm eine Frau mit. Es kam mir niemand zur Hilfe, da sie nicht von hier ist. Dün, dün, dün. Eine Frau nahm er mit. Er entführte eine Frau, die aber nicht von hier kam. Hier von, nicht von... Hallo, ich fürchte mich so sehr vor diesem Höllenwesen. Doch, wie kann ich dir helfen? Ja, nö, muss nicht sein, danke. Jo, also okay, dann nehme ich alles zurück. Dann zieht doch einfach jetzt mal rüber. Nee, ernsthaft. Ein bisschen Flüchtlingspolitik? Da ist doch genug Platz. Selan, sag doch jetzt den Leuten, sie sollen rübergehen und dann können sie da helfen. I don't get it. Ihr seid alle noch am Leben. Mega nice. Aber alles ist kaputt. Hallo? Er hat das Dekoschwert. Da kann er doch jetzt auch mal was Gutes tun für die. Naja, was weiß ich schon. Lalala. Oh, dieses... Dass der wieder voll im Weg ist. Ist so nervtötend billig. Oh, 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 oh. Das fand ich damals aber auch schon. Ich glaube, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt. Zu einem sehr, sehr heftigen, wichtigen Punkt. Oh, Chaos geht auf alle. Nice. Aber auch gleich nochmal ein schlechtes Level hoch. Wow. Und ich kann endlich nach 12 Stunden darüber reden. Nein, noch nicht. Erst wenn wir hier durch sind. Denn jetzt kommt immer ein Turm. Mit neuen Gegnern. Was bist du denn? Wie süß. Oh, doch nicht. Ich hab Angst. War so süß als Pixel. Als Sprite. Okay, hier. Nicht Sprite, der Drink, sondern was anderes. Doberbeißer. Jo, einfach mal Hunde verteufeln, ne? Haben aber auch rote Augen. Wenn euer Hund rote Augen hat, dann tut mir leid, dann ist er wahrscheinlich ein bisschen gefährlich. Bam. Einfach mal gepeitscht. Haben wir aber mal 2 Hunde getötet. Warum auch nicht? Was haben wir da noch? Was bist du denn? Willst du nicht mal kommen? Nicht so. Ach so. Ach so, nur so. Ach so, nur so. Okay. Sturm. Nein, ich hab dich verdrückt. Bitte, nein. Silan drückt. Nein. Haut sie den Falschen. Kannst du jetzt Chaos... Nein, Chaos ist ein bisschen Verschwendung. Wieso hast du den denn jetzt? Oh, Chaos. Ich hab gerade gesagt, es ist Verschwendung. Aber ist okay. So, gehen wir einmal nach rechts. Ich weiß nicht. Oh, verschlossen. Also gehen wir doch nach links. Danke. Gut, dass ich... Dass mir gesagt wurde, was zu tun ist. Los geht's. Es könnte der Turm sein. Die Farbgebung bringt mir so ein bisschen diese, ne? Hä? Aufzugshalle. Oh mein Gott, ja. Bringt mich ein bisschen dazu, dass ich auch so ein bisschen Angstwallung bekomme. Tada! War das wichtig? Brauchten wir das? Gibt's hier ein geheim irgendwas? Bist du aggro? Was soll das? Soll ich euch beide umbringen? Das ist so ein großer, leerer Raum. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, das ist aber ein Rätsel. Also, ich denke mal, da soll einer raufgeschoben werden. Oder nicht? Sollen wir da rauf? Problem ist, ich glaube, wir sollen zuerst das andere machen. What? Damit ich schießen kann? Okay, warte, wir schaffen das. So? Hab keine Ahnung, war das richtig? Die Brücke auf der Außenseite ist heruntergefahren. Nein! Das Einzige, wo ich nicht wegdrücken kann. Ich muss den Text einfach wegdrücken. Also. Jo, ich hab das Gefühl, ich war total clever und toll. Also ihr könnt mich ruhig loben. Wir greifen einfach mal an. Wir sparen mal ein bisschen MP. Was war das denn jetzt? Ich bin auf die andere Seite gekommen. Aber kam ich nicht sonst auf die andere Seite? Wir werden es ja gleich sehen.
Ist natürlich blöd, wenn oben eine Truhe ist. Da kann man sich nicht mehr auf andere Sachen konzentrieren. Da sieht man nur noch die Truhe und denkt sich, gimme, gimme, gimme. 96? Damn, Tier. Damn. So. Okay, wir kriegen dich. Mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Ah, die Brücke, ja. Wir kämen da sonst nicht hin. Das meine ich. Und schon wieder ein Turm, ne? Am Anfang nur Höhlen. Und jetzt, warum nicht abwechselnd? Ich möchte jetzt wieder eine Höhle haben. Ich habe keinen Bock noch auf einen Turm. Aufzug. Ja, der kommt später. Da schmeißen wir uns vielleicht noch runter. Keine Ahnung. Zelda-mäßig. Aber warum sind die Räume so groß? Oh, Rätsel! Oh, zu! Ah! Angriff! Das war aber richtig Überraschung. Oh, noch mehr! Guck mal! Die haben sich richtig zuge... Oh, sind das deren... Ist das... deren Fresse? Okay. Hä? Kann man das einfach so machen? Das war ja einfach. Okay, oh nein, Überraschungsangriff. Ich wusste nicht, dass man es so einfach wieder zurückdrehen kann. Dann wollen wir mal. Funke, das sieht doch aus, als ob die da schön brennen könnten, oder? So. Probieren wir es trotzdem. Celana ist aber echt schlecht in Verteidigung. Ich dachte, Tier wäre schlimm. Ach. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen trainieren. Ach, in weiser Voraussicht habe ich deshalb schon noch 2 Level gemacht. Aber. Na, mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja. Ich meine, sie gehen ja gut weg. Hört doch mal auf, jetzt Celana so zu ärgern. Jetzt muss ich sie heilen. Mit einem Gegenstand vielleicht oder so. Sie steht doch schon ganz hinten. Jetzt hört doch mal auf hier. Okay, warte. Nein, Ursprung kann man so zaubern. Lul. So. Also. Hier geht's auch nicht. Wir müssen also uns entscheiden, wo wir hinwollen, oder was? Was ist denn das hier unten? Oh, okay. Nice, danke. Und draußen? Nö, einfach nur schöne Aussicht. Ah, warum ist hier überhaupt ein Turm? Das mag ich auch nicht. Da ist einfach ein Turm. Fertig. Und dann heißt es so, ja, die, gehen wir links oder rechts? Links. Huch. Ich habe einfach gehofft, dass es richtig ist. Hä? Okay, war falsch. Da ist einfach ein Turm und der Bösewicht geht dahin. Okay. Wir haben uns geküsst. Ah, da haben sie einen Hund wieder. Oh, wie schön. Da kriegt der hier Funke. Auch der Hund, der mag bestimmt total. Welche Reihenfolge ist das jetzt? Du wirst zuerst verbrannt und dann kriegst du einen Schlag. Ich würde ja sagen, es ist schlimmer, wenn du zuerst einen Stromschlag bekommst, weil dann werden dann Muskeln hier sich verspannen und dann kannst du dich nicht bewegen und fällt auf den Boden und zitterst so, und dann verbrennen. Dann kannst du dich nämlich nicht wehren und du musst dann einfach nur spüren, wie du langsam verbrennst, weil du dich nicht bewegen kannst. Wenn du zuerst verbrennst, kannst du die Flammen so ein bisschen vermindern, abtöten und so. Wie heißt denn das? Und, hallo? Bist du ein neuer Gegner? Ah, neuer Gegner. Und ihr greift mich nicht mal an. Ihr sagt nicht mal hallo. Machen wir das gleich nochmal. Oh, ne? Ist ein bisschen wie mit Eis. Ich glaube, zuerst immer das andere. Wenn du nämlich zuerst Eis bekommst und dann einen Blitz oder so, ist ja eigentlich viel besser. Also man muss schon drüber nachdenken, wie man seine Gegner richtig leiden lässt. So. Da zum Beispiel waren sehr seltsame Gegner jetzt. Okay. Wird immer komplizierter. Oh! Wenn ihr vor einem Abgrund steht, nehmt doch den Haken, damit es weitergeht. Oh mein Gott, wir haben einen Haken. Wir können zurück in die ersten beiden Dungeon. Wird ein Monster vom Haken getroffen, bewegt es sich nicht mehr. Der Weg ist offen. Einfach einen Haken. Da hat er einfach einen Haken hier hingelegt. Warum auch immer. Yay, mein neues Lieblingsgerät. Hui. Oh, da durfte ich nicht. Hui. Warte. Hui. Yippie. Oh, sollen wir eigentlich raus und nochmal in die Anfangs-Dungeon gehen? Zwei
Truhen waren da noch. Aber vielleicht hole ich die ohne euch. Okay. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Ist da irgendwas? Hier gibt es nämlich lange schon keine geheimen Sachen mehr. Nice. Okay. Willst du mich angreifen? Nö, scheinbar nicht. Ein bisschen zu spät. Sehr langsam, der Gegner. Hä, da ist gar nichts. Warum ist es so leer hier? Alles leer. Hier ist doch irgendwas. Das sieht doch total nach Geheimrätsel aus oder so. Hä? Bombe? Ja, dann komm jetzt. Ich will hier nicht rein. Aber ich glaube, den muss ich da unten hinbringen, oder? Ha. Ich glaube, das ist ein Bombending. Seht ihr? Okay, und jetzt kann ich das machen. Ah, damit ich wieder auf die andere Seite kann. Und da haben wir jetzt den Aufzug. Ich habe schon die Übersicht verloren. Aber da kommen wir jetzt zu den anderen Sachen. Und da brauchen wir einen Schlüssel. Um durchzukommen. Und zwar einfach nicht nach oben. Ah, auf der Seite. Okay, jetzt sind wir auf der Seite. Alles gut. Wir dürfen einmal rumlaufen. Wo ist denn der Durchgang bitte durch den Turm? Damit wir einfach durchlaufen können. Wäre auch schön. Hier können wir speichern. Ich mache einfach, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, was uns oben erwartet. Aber ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Also wir haben jetzt eine Bombe. Die Gegner sind nicht mehr so wirklich aggressiv. Wir können hier nach oben. Können wir schon jetzt? War es das? Ich glaube, wir können schon zum Endgegner. Wisst ihr was? Wir probieren es. Es ist total dämlich und ich erzähle euch gleich warum. Aber das ist ein Zerstörer. Er hat eine ganze Stadt zerstört. Ne? Und wir gehen da hoch. Das ist richtig dumm. Wohin wollt ihr? Wir wollen ins Erdgeschoss. Dieses Erdgeschoss. Okay. Ah, da. Ich hab's gesehen. Das war aber versteckt. Damn. Das war richtig versteckt. Was ist das hier? Und wir müssen vielleicht noch ein bisschen vorbereiten. So. Machen wir mal so. Und so. Und Schock. Aber eigentlich sind wir noch gut dabei. Ich übernehme mich jetzt ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ich das machen soll, was ich euch erzählen soll. Soll ich jetzt den spoilern? Spoilern? Okay, ich spoilere euch. Komm. Ist nicht so wichtig, weil ihr es mitbekommen würdet. Also, ich kann darüber erzählen. Oh mein Gott, geil. Also. Dieser Endgegner, der eine ganze Stadt ausgerüstet hat, der ist super stark. Du kannst nicht gegen ihn gewinnen eigentlich. Ja, das ist so ein typischer, kennt ihr aus anderen Spielen, dieses typische, oh nein, er ist zu stark, was sollen wir tun? Jetzt kommt aber der Twist. Lufia ist eine Reihe, wo du jeden Gegner besiegen kannst. Selbst Gegner, die du nicht besiegen sollst. Es gibt aber immer eine Möglichkeit, bei jedem Lufia-Spiel jeden Gegner zu besiegen. Ach, es klingt so schön. Und das ist eine tolle, witzige Sache, weil vor allem im dritten Teil auch, weil sie da mehrere da hinwerfen, wo sie dann so, und wenn du es machst, kriegst du meistens einen tollen Gegenstand. Der Gegenstand hier ist nicht so toll, weil er ein Gegenstand für etwas ist, was ich hasse, was ich vorher angedeutet hatte. Das heißt, für meine Freundin war das damals mega nice. Und ich, für mich war das so, ein Adlerstein? Eine ganze Geheimnistuerei für einen fucking Adlerstein? Saugt die MP aus. Das ist vielleicht sogar besser, oder? Bewegung, Pferderstein, Adlerstein. Er hat schon Adlerstein. Bienenstein. Das ist ein bisschen lame jetzt gerade. Ich könnte sie schneller... Nee, komm. Nö. Lame-o.
Leimomaticus.